Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in FIFA 19 Karriere mit dem TSV Hartberg. Ja, die Lage sieht so aus. Wir sind Zweiter, denn Salzburg hat uns eine ordentliche Packung gegeben im letzten Spiel. Haben wir leider 3:0 souverän verloren. Ja, jetzt können wir nur auf Sturm hoffen, dass sie Salzburg schlagen. Dass wir wieder an erster Stelle sind. Denn es sind nur noch 4 Spiele und dann kommt das Playoff. Aber zunächst der Gegner heißt Admira auswärts und ja, dann müssen wir besiegen. Also. Seid ihr im Rot, gell? Aue, muss im Blau spielen. Wir spielen mal im Blau. Passt. Oh, da sind ein paar müde. Das soll natürlich nicht sein. Da werden wir mal ein bisschen an der Aufstellung was tun. So, Blumberger wird in die Startmannschaft verfrachtet. Von dem her gesehen, so Flecker. Sanogo. Blauensteiner. Dann machen wir Huber. Machen wir so. Okay, ZDM eigentlich, gell? Wurscht. Machen wir so, oh, Pfeiffer. Okay, Rotter, Diarra. Da haben wir den hey. Aui. Die Jahre lassen wir draußen. Oh, sind alle müde. Ein Heil. Ein Rep gemannet. Ah, ist ein Schuss. Ah, ist schwierig. Ihr wurscht. Lass uns sauber mal. Passt. Tadic. So. Passt, das war nächstes. Nicht zu viele müde sind. Denn wir müssen dranbleiben an Salzburg. Es sind nur 3 Punkte Unterschied, ja. Hoffen wir, der Sturm winkt. Er ist der Topscorer der Liga, aber kann er auch heute wieder glänzen? Kann er uns auch heute wieder begeistern? Wir werden es So. erleben. Live. Hier Tadic beim Aufwärmen. So. Liebe Zuschauer, wir heißen Sie herzlich willkommen zum heutigen Spiel aus der Arena der City. So, wir spielen in der Südstadt. Gegen die Admira, die ja Tabellen-Sechster, glaube ich, sind. Ja, Tabellen-Sechster. WRC lauert. So 3 Punkte dahinter. Ja, schauen wir mal, was wir ausrichten können. Los geht's. Oh. Defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Oh. Wow. Ekmar Admira. Kurz ausgeführt. Oh. Naja.
So, immer so, was war da? Was war da? Blumberger, Flanke, Köpfel. Oh, kommt nicht zum Flanke. Was war da? Schießt, oh. So. Schauen wir mal, oh, was war denn das? Komm, geh mal. Oh. Komm. Ah. Jawohl, Tor gemacht, komm. Was war da? Nein, zu kurz. So, gehen wir. So, jetzt da. Flöcker, Pass, Schuss und Stange. Nein. Au, au, au. Das war nicht gut jetzt. Das hätte es sein können. Müssen sollen. Und, ah. Nix da, komm. So, komm, Blumberger. Komm, ah. Zu unpräzise und zu kurz der Pass schon wieder. Ah. Ah, ungefährlich. Jetzt vielleicht Siegel und oh nein, jetzt da noch einmal, schieß doch, ach Gott, oh was war da, komm, Tor verteidigt. Jawohl, komm, geh mal. Nein, warum? Na? No. Und, jawohl, Einwurf für uns. Ganz wichtig. So, jetzt da Blumberger. Oh. Vergibt die Top-Chance. Hier. Oh. Über das Tor. Ja, Teampressing. So, geht jetzt vielleicht was. So, Flecker. So, jetzt da Blumberger. Und 1:0. Das war auch Blumberger, der aufstrebende Star hier bei Hartberg. Aus der Jugendakademie verpflichtet. Macht hier das 1:0. Hier noch einmal ein schöner Lauf und jawohl, die Hartberger Fans laut, 4 Tore schon der Junge. So. Ah, das sind wieder so blöde Fehler, die man unterlassen soll, ja, und Foul.
So. Lecker. Ah. Jetzt vielleicht. Kann nichts daraus machen. Vielleicht Lupic. So, noch einmal. Tadic. Danke. Und steht keiner. Opfer, Tadic. Lupic. Au. Noch einmal Siegel. Blauensteiner, jetzt da vielleicht, komm. Und, oh, toll. Tadic versucht es. Hier nochmal die Chance. Wow. Kam auch überraschend für den Torwart. So, jetzt vielleicht dann. Und, oh. Oh. Komm. Na, nicht wegrennen, Zubi. Ball erobern. Jetzt da Tadic. Und das 2:0. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Und es ist Geber natürlich. Blumberger. Hier, wow, tolle Assist und Tadic gleich ins Unterdreck. 2:0 TSV Hartberg. Ja, und sein 20. Tor in dieser Saison. So, Halbzeit hier in der Südstadt. Ja, tolle Partie bis jetzt. So, wir schauen mal aus. Ach, Salzburg führt 1:0, Mattersburg führt, Austria Wien St. Pölten 1:1. So, gehen wir so, Halbzeit Nummer 2. So, Siegel und Tadic. 3:0. Schnelles Tor gleich nach Ankick. Mit dem ersten Angriff. Schön gemacht. Abgefälschter Schuss und Tadic mit Köpfchen, unhaltbar für den Torhüter, 3:0. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. So. Noch sieht hier alles gut aus, was den Einzug in die UEFA Champions League angeht. Und die machen das ziemlich überwältigend, das wäre ja so richtig. Kaum. Bumberger, jawohl, er kämpft sich den Ball. Flanke, zu weit. Komm, steht keiner. Das gibt Einwurf, Ball ist draußen. Fehlpass. Komm. Nein, Eckball. Sehr schön. Wow. Gefährlich. Nächster Eckball und... Wow, und noch einmal. Und jetzt. Wahnsinn, jetzt ist er drinnen. 3:1. Ach,
Alter Schwede. Ja, einmal, zweimal und beim dritten Mal, wir bekommen den Ball nicht weg. Beim dritten Mal ist er drinnen. Boah. Ja. Wo war da die Verteidigung? Bringt den Ball nicht weg. Stackeln mit seinem dritten Treffer der Bundesliga. So. Ja, Blomberger bereits ausgewechselt. Für ihn kommt Geißler. Ah. Na, was ist? Oh, zu steil für Köpfel. Na, immer der. Mira wechselt. So, Lekar, nein. Oh. Jetzt vielleicht Lupic. Ah, oh, wieder ein Admiral inzwischen. Toll rausgespielt. Ja. Oh, hallo, 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 Elfmeter, Junge. Das war Hand. Schau dir das an. Nein. Jetzt vielleicht. Ah. So. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Komm. Immer. Was war da? Sieger Tatic und 4:1. Geißler mit dem Tor. Tatic mit der Vorlage. Toll gemacht. Schnell gespielt. Hier. Sieger. Gut gesehen. Geißler macht es. So, und zum ersten Mal in der Saison wird Trainer Raswalder ausgewechselt. Er ist heute zu müde. Für ihn kommt Keins. So. Ach Gott. Wieder gut gesehen. Ah, oh, komm. Und der Ball wird zum Torhüter gespielt. Hey, Blaumsteiner, was ist denn? Komm. Nun, oh, wieder schlecht gepasst. Aber da wird es laut im Stadion. So, wir können keinen Ball mehr halten. Oh, Geißler, noch einmal, komm. Nein. Wäre schön gewesen.
Komm. Ach was, komm doch. Mein Gott. So das. Na. Ah. Zu früh gedrückt. Ja, man merkt, die Hartberger sind erschöpft. Geht noch was? Nein. Wow. Komm. So, noch einmal Einwurf. Letzter Wechsel bei der Admira. Hetzelei! Flecker! Ah, Siegel, Entschuldigung, Siegel war es. Boah. So, nochmal ein Angriff, Admira. Nichts mehr. Und das war's, wir gewinnen. Souverän, 4:1. Müde Abberger, aber dennoch souverän. Dario Tadic. Zwei Tore wieder. Baut damit die Führung in der Torschützenliste aus. Ja, hier Blomberger natürlich top gespielt hat wieder. Ein tolles Spiel. Tolle Tore. Ja, hier noch einmal wunderschön gemacht. Ja, wir gewinnen das Spiel 4:1. Oh, nur zwei Wechsel gemacht, schau. Ha. Der Tadic, Spieler des Tages. Und, oh, Salzburg gewinnt auch gegen Sturm, 13:0. Ho, ho, ho. Und St. Pölten verliert weiter. So, Spieler, okay. Tadic, Jara, Kröpfel. Nein, das will ich jetzt nicht. Ach, scheiße. Das will ich jetzt nicht. Ja, F. Scheißegal. Ach Gott, na. Da will ich. Ah. So. Holzer. So, Flecker, Repeil. Ja, Blomberg haben wir eh schon. Innenverteidiger, Rotter, Pfeffer. Oh, Rasswalder. Oh, ja. Sehr schön. So.
Ja, gegen wen geht das als nächstes? So, Tabellen noch schauen. Ja, puh. Drei Spiele noch zu spielen. Salzburg spielt gegen Admira. Dann haben sie noch St. Pölten. Und zum Schluss Rapid. Auf Rapid könnten wir hoffen, dass Rapid Salzburg schlägt. Na, werden wir sehen. So, Büro. Freigabe für Feist bezahlt. Oh. Okay. Jawohl. Sehr schön. So, als nächstes geht es St. Pölten. Sollte zu machen sein. Eigentlich. Kann ich Sie was fragen? Ja, naja, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.